Hallo, mein Name ist Anna, ich bin 25 Jahre alt. Ich arbeite seit 6 Jahren bei McDonald's Ehmann und bin Restaurantleiterin in Hannover am Flughafen. Nach meinem Abitur wusste ich nicht so genau, was ich machen sollte, ob ich jetzt studieren. Gerne hätte ich Sport und Mathematik halt studiert, weil ich selber Leistungssport gemacht habe früher. Aber dann wollte ich erstmal eine Ausbildung machen. Ich habe einige Praktiken gemacht, wie zum Beispiel im Hotel oder bei der Sparkasse. Mir alles nicht so gefallen, da hat mich ein Koch darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit gibt, bei McDonald's auch die Ausbildung zu machen. Ich habe ja 2,5 Jahre die Ausbildung gemacht, danach war ich ein paar Monate Schichtführerin. Dann wurde ich von dem damaligen Bezirksleiter angesprochen, ob ich nicht mehr möchte. Ich so, ja klar. Und er hat mich halt damals an die Hand genommen sozusagen und mich zur Restaurantleiterin ausgebildet. Ich finde es gut, dass McDonald's Ehmann vielen Menschen die Möglichkeit bietet, von klein bis groß zu kommen, sei es aus der Crew oder allein einen einzelnen Auszubildner, genau wie bei mir. Ich war eine kleine Azubine und bin jetzt Restaurantleiterin. Die wichtigsten Aufgaben im Restaurant, also ist einmal die Personalführung und natürlich auch die Mitarbeiter im Store selber zu motivieren und auf der anderen Seite die Vorgaben von meinem Franchise-Nehmer Ehmann zu erfüllen und auch allen gerecht zu werden. Ich arbeite gerne bei McDonald's Ehmann, weil jeder Tag ist eine Herausforderung für mich. Es wird nie langweilig bei uns und auch komme ich gerne zur Arbeit, weil mein Team hier so toll ist. Die gibt mir voll und ganz Rückendeckung, sowohl als auch das Team selber, als auch Herr Ehmann.